hier Female Trouble TV. Wir sind jetzt nach nebenan gegangen, nach der Veranstaltung in der Pinakothek der Moderne ins Museum Brandhorst. Und ich habe hier gerade noch zwei Damen gefunden. Wer sind Sie? Stefanie Mantei. Ich bin hier für die Kunstauskunft zuständig. Hier im Hause für die Kunst, für die Auskunft. Für die Auskunft, genau. Das ist ja das Angebot, was die ja irgendwie hier freundlicherweise gemacht haben, dass die Mitarbeiter von uns hier in unterschiedlichen Räumen finden, die man dann ansprechen kann zu den ausgestellten Arbeiten. Waren Sie auch drüben heute bei der Veranstaltung? Nein, leider nicht. Dort war das Motto mein Traum. Was ist denn Ihr Traum? Dass es schon so Häuser irgendwie wie dieses hier, dass es das weitergibt und auch irgendwie das Angebot, das, was Sie jetzt hier offeriert haben, also unter so einem Themenabend in der Kunst weiterzukommen und dann irgendwie auch da so ein bisschen nachdenklich zu werden. Und wir haben ja noch eine zweite Kunstliebhaberin. Wer sind Sie? Mein Name ist Doris Hartwig. Ich bin tatsächlich Besucherin und Gast und eingeladen zu der Veranstaltung. Habe also auch die Veranstaltung drüben mitgemacht und bin dann tatsächlich noch in dieses Museum hier reingegangen, weil ich das noch nie gesehen hatte, sehr viel Gutes davon gehört hatte und bin jetzt auch schwer beeindruckt und habe eine wunderbare Erklärung zu ganz vielen Exponaten hier bekommen und bin ja ganz glücklich, dass ich hier war. Frauen und Netzwerke. Wir waren jetzt gerade 850 Frauen nebenan. Was ist Ihr so Ihr Erfolgsgeheimnis, Ihr Tipp für Netzwerke? Was machen Sie denn beruflich? Ich mache Mode für Männer und insofern für Frauennetzwerke sehr aufgeschlossen, weil man da natürlich einen Kontrapunkt setzen kann zur Männerwelt. Ich finde das sehr wichtig, sich zu vernetzen, also Netzwerke zu bilden. Männer können das per se eigentlich immer schon. Frauen fangen damit Gott sei Dank endlich auch mal an und es macht auch Sinn. Also ich habe auch ein persönliches Frauennetzwerk, was ich sehr pflege und was ich durchaus unterstütze und was absolut gewinnbringend für alle Teilnehmerinnen ist, weil man sich wirklich gegenseitig anspricht und sich gegenseitig irgendwelche Tipps gibt, wenn irgendwas passiert. Also ich finde es toll, dass es auch so von großer Stelle aus weitergetrieben wird. Ganz lieben Dank für das Interview. Das war Female Trouble TV aus dem Museum Brandhorst.